Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich wollte schon lange mal ein Review zu einem Staubsaugerroboter machen. Und bevor jetzt einige wegschalten, weil sie sich denken, dass es total langweilig ist, ich werde mein Bestmögliches geben, dass es das nicht ist. Und naja, jetzt sieht ihr das Review von meiner neuen Putzkraft. Inklusive Nebel. Das hatte ich mir jetzt irgendwie spektakulärer vorgestellt. Sieht trotzdem cool aus. Ich habe diesem Roboter den bescheuerten Namen Sorgberto Blanco gegeben, aber immerhin muss man diesem Namen zugutehalten, dass er stimmt, denn meine Wohnung ist so sauber wie noch nie. Aber jetzt erstmal ganz von vorne. Das Ding ist circa so groß wie eine Pizza und so hoch wie ein Harry Potter Buch. Damit kommt er unter jedem Stuhl und auch den meisten Sofas durch. Von vorne bis hinten sind Sensoren verbaut, die wahrscheinlich wie Parktronic beim Auto funktionieren und deswegen bremst der Roboter auch perfekt vor Wänden ab. Sollten die Hindernisse zu flach oder dünn sein, sodass Sorgberto sie nicht sehen kann, erkennt er mit Hilfe eines Rammschutzes, dass da etwas im Weg ist und fährt zurück. Abgründe wie Treppen oder so kann er ebenfalls erkennen. Gestartet und gesteuert wird das Ganze über die mitgelieferte Fernbedienung und hier kann man ein normales Saugen, Saugen und Wischen, nur Wischen, einen Turbo-Modus und vieles mehr aktivieren. Falls es nötig sein sollte, kann man auch alles manuell steuern, was dann einem sehr langsamen ferngesteuerten Auto nahe kommt. Yay! Alles, was aufgesaugt wird, landet hier in dem leicht zu entfernenden Tank ohne einen Beutel oder so, also man spart sich auf Dauer ein bisschen Geld und schützt die Umwelt. Der Filter ist ebenfalls leicht zu reinigen, also alles soweit Standard und gut. Das erste Problem, was ich hatte, war die Station. Man kann sie zwar gut verstecken, aber sie verrutscht leicht und deswegen bietet es sich an, sie festzukleben. Wenn man das dann aber getan hat, ist sie wie bei mir unterm Sofa super unauffällig und man sieht den Roboter gar nicht, was bei einem normalen Staubsauger ja eher schwer ist. Leider hatte der gute Herr Blanco oft Probleme, die Station zu finden. Letztendlich hat er sie immer gefunden, aber das kann gut und gerne zwischen 2 und 15 Minuten dauern. Man muss also schon etwas Geduld haben, genauso wie beim normalen Saugvorgang. Man müsste meinen, er lernt die Wohnung mit der Zeit kennen, aber nein, leider nein. Er putzt viele Stellen doppelt, was nicht unbedingt schlecht ist, aber halt länger dauert. Für ca. 60 Quadratmeter bei rund 4 Zimmern braucht er eine gute Stunde. Gut möglich, dass es an der Raumaufteilung liegt, ich konnte es ja nicht woanders testen, aber es empfiehlt sich nicht im Gebäude zu sein, wenn er seiner Arbeit nachgeht, weil es natürlich nervt, wenn jemand eine Stunde in der Wohnung saugt. Aber das ist auch ein Riesenvorteil in der Praxis, denn theoretisch braucht das Ding ja länger als man selbst, wenn man saugen würde. Aber praktisch gesehen bekommt man davon halt nichts mit, weil man einfach auf Start drückt und die Wohnung verlässt. Das funktionierte eigentlich auch immer ganz gut, nur manchmal hat er manche Räume vergessen und sich in versehentlich liegen gelassenen Gegenständen verfangen. Teppiche mit Fransen oder lose Kabel sollte man auf jeden Fall aus dem Weg räumen, über alles andere kann er ganz easy drüber klettern oder weicht aus. Die Saugleistung ist hierbei ausreichend, um kleineren und mittelgroßen Schmutz wegzumachen, bei großen Dingen fährt er dann bestenfalls mehrfach über die Stelle. Beim Wischen ist das nicht groß anders, leichte Flecken bekommt er weg, große eher weniger. Das war aber für jemanden wie mich, der Laminat in der Wohnung hat, gar nicht so schlimm, weil das halt bedeutet, dass er mit wenig Wasser arbeitet und somit halt der Boden nicht aufquillt. Also ich will nicht mehr ohne einen Staubsaugerroboter leben, weil es halt schon echt cool ist, aus dem Haus zu gehen und dann wiederzukommen und alles ist gesaugt oder sogar gewischt. Wer denkt, dass in der eigenen Wohnung so ein Ding gut funktionieren kann und vielleicht ein Haustier besitzt und ähnlich faul ist wie ich, sollte also echt mal drüber nachdenken, einen anzuschaffen. Man muss aber anmerken, dass er mit knapp 500 Euro als High-End-Version von Monoal teurer als ein normaler Staubsauger ist, aber gleichzeitig noch günstiger als eine Putzkraft, aber das leuchtet ja auch irgendwie ein. Natürlich gibt es auch günstigere Modelle, die können dann zum Beispiel nicht wischen oder so, also schaut einfach mal unten vorbei, ich habe das verlinkt. Final muss ich aber in aller Härte sagen, so ein Ding ist definitiv nicht Must-Have, also normales Saugen ist definitiv einfacher, schneller und auch günstiger, aber wenn man halt oft weg ist und eine große Wohnung hat, lohnt sich es auf jeden Fall. So, das war's jetzt von mir und dem etwas ungewöhnlichen Review, das euch hoffentlich trotzdem gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und wir sehen uns auch schon sehr, sehr bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Schon nice. Mehr. Mehr Nebel. Ich verschwinde im Nebel.